Ja, liebe Sportfreunde, wir hatten vor kurzer Zeit den Heiner Backers hier, der hat ein bisschen was erzählt über die Vorbereitung und natürlich auch so den Ausblick auf die Rückrunde, wie ihr sicherlich gesehen habt. Heute freue ich mich, dass Christopher Siebenhühner da ist, der Sportvorstand bei Inter Leipzig. Wie ihr wisst und wer es nicht weiß, weiß es jetzt auf jeden Fall. Schön, dass du es geschafft hast, Christopher. Hallo Norm. Christopher, der Heiner hat so ein bisschen was erzählt über die Vorbereitung und über verschiedene Dinge, die da so gemacht worden sind. Wie siehst du denn das so als Sportvorstand? Ich glaube, dass die Vorbereitung in Summe, auch wenn die Ergebnisse nicht alle so positiv waren, sehr gut gelaufen ist. Ich finde, sie war extrem lang und sie war extrem kalt. Und gerade mit dem vielen Schnee und den wenigen Spielen, die wir draußen machen konnten, wenigen Training, was wir draußen machen konnten, natürlich eine besondere Herausforderung, aber es ging ja nicht nur uns so. Ja. Der Winter, der hat ja eigentlich alle Mannschaften der Oberliga ereilt. Mit Sicherheit auf jeden Fall. Heiner hat auch gesagt, dass sie eher mehr in der Halle trainiert haben und wenn sie Fußball gespielt haben, nur auf Kunstrasenplätzen oder auf schneebedeckten Plätzen, zum Beispiel in Bad Düben beim Trainingslager. Ja, das war ein Erlebnis. Ja. Also, du hast es ja gesehen. Also es hatte mit Fußball nicht viel zu tun. Es war irgendwie eine ganz andere Sportart, aber auf seine Weise auch irgendwie amüsant, wie ich fand. Auf jeden Fall. Aber wenn wir gerade mal bei solchen Platzverhältnissen reden. Wir haben ja Mannschaften, die gewachsene Stadien haben, die große Stadien haben, wie Germania Halberstadt oder Chemie Leipzig und so weiter und so fort. Ist das nicht vielleicht so ein Nachteil für uns? Natürlich ist ein Stadion, was fehlt, ein Nachteil, aber darauf ruht man sich aus. Also das wäre zu einfach zu sagen, das funktioniert nicht, weil wir kein eigenes Stadion haben. Wir arbeiten daran, klar, das sage ich auch jedes Mal und es ist auch jedes Mal so, aber so ein Stadion baut sich nicht von heute auf morgen und Geld dafür ist auch nicht von heute auf morgen aufgetrieben. Das ist ein langwieriger Prozess, aber wir sind eigentlich nicht so der Verein, der sagt, okay, wir haben da irgendeinen Nachteil. Wir haben uns das so ausgesucht. Wir wissen das alle. Alle Spieler, die herkommen, wissen es. Der Trainerstab weiß es. Der Rest vom Verein. Wir wissen alle, wie die Situation ist. Und dann gehen wir damit um und arbeiten damit. Ja. Und es tut ja auch keinem Abbruch dem Nachwuchs zum Beispiel. Also es hat sich ja unheimlich viel im Nachwuchs getan bei uns. Ja, also wir haben vor 2 Jahren noch, glaube ich, eine aktive Mannschaft im Spielbetrieb gehabt. Ne? Mittlerweile sind es 10. Das will auch irgendwie bewerkstelligt werden. War ein Riesenzulauf, gerade in dem Stadtgebiet, was wir uns ausgesucht haben, Leipziger Osten. Da geht das Konzept voll auf. Wir holen die Jungs von der Straße, die spielen bei uns Fußball. Sicherlich nicht alles immer komplikationsfrei, aber ja, wir merken einfach, dass das, was wir anbieten, auch angenommen wird. Und wir werden auch im Mariannenpark im nächsten Jahr viel investieren. Das heißt, wir werden am Platz was machen. Wir werden, nachdem wir jetzt die Möglichkeit haben, auch unseren eigenen Platz zu betreten, die Gebäude sanieren und zumindest erstmal in der Containerlösung die Möglichkeit schaffen, dort auf dem Mariannenpark wieder richtig auch im Nachwuchs ordentlich aktiv zu sein. Das klingt ja total super, aber du sagst, ihr wollt ein bisschen mehr investieren, das heißt, man braucht ein bisschen mehr Geld. Es sind ja ein paar Sponsoren dazugekommen in der Zeit jetzt, ne? Ja, also da waren wir auch nicht untätig. Das ist auch das, was wir versuchen. Wir sehen aber auch, dass häufig weniger als Sponsoren als Partner. Das klingt vielleicht ein kleines bisschen abgedroschen, aber ich glaube, das ist herkömmliche Sponsorenkonzept. Ich gehe irgendwo hin, mache die Hand auf, sage, Norm, pack mal was rein. Ja, natürlich. Nein, das ist klassisch, so wie das früher war. Man ist rumgegangen, hat geklingelt, hat gesagt, gib mal was her. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Wir versuchen, Partner zu finden, denen wir was bieten können und die uns dafür eine Gegenleistung geben, sei es materiell, immateriell oder auch finanziell. Ja? Und das ist das Konzept, mit dem wir arbeiten. Das kommt bei vielen Partnern, die wir haben, sehr gut an. So auch, ihr hattet es beim letzten Mal Medikin Bad Düben. Mhm. Da fließt natürlich kein Geld in so einer Kooperation. Das sind Sachleistungen, mit denen wir uns austauschen und das funktioniert wunderbar. Und so stellen wir uns eine Zusammenarbeit eben auch vor. Und da haben wir viele andere Partner. Aber wir haben viele andere Partner hinzugewinnen können. Also wenn ich jetzt hier in der Stadt überlege, die mal Immobilien, die hinzugekommen sind. Wir haben einen sehr großen Bauunternehmer dazu gewonnen, Kafriel. Die gelben LKWs hat mit Sicherheit jeder schon mal durch die Stadt fahren sehen. Wir haben auch mit kleineren Partnern wirklich gute Deals, wenn ich so sagen möchte, abgeschlossen, wo wir einfach, einfach eine gute Zusammenarbeit sehen und wo das auch harmoniert. Und natürlich unsere bestehenden Partner, geht ja nicht nur darum, neue zu finden, sondern auch unsere bestehenden Partner haben sich teilweise noch mehr engagiert, als sie es vorher sowieso schon getan haben. Das ist denen ja gut, gerade im Hinblick auf den Aufbau der Infrastruktur, gerade mit diesem vielen Nachwuchs und so weiter. Wir haben ja auch große Veränderungen im Kader. Also wir haben ja einige gute Spieler gehen lassen müssen in die Regionalliga. Sind wir eigentlich auch ein bisschen stolz. Heiner sagt immer, ja, wir sind ein Ausbildungsverein und jeder soll seine Chance bekommen. Aber wir haben auch einige dazu bekommen. Wie hast du da die Entwicklung da verfolgt? Naja, für uns ist es so, dass unser Konzept, was wir verfolgen als Ausbildungsverein, wie es Heiner nennt, das ist Fluch und Segen zugleich. Das heißt, wir haben einen Top-Spieler, der gute Leistung abruft, wie im Bocker.
Oder Papa, der jetzt nach Trier gegangen ist. Und wir wissen aber im selben Moment eigentlich, dann dauert es nicht lange, dann wechselt er eine Liga hoch. Das ist ja auch Sinn der Übung. Das ist ja das, was wir tun. Und die Challenge besteht dann darin, wieder Spieler zu finden, die noch eine leere Festplatte haben, auch wie Heiner das gerne so formuliert, die wir noch beschreiben können, die wir weiterentwickeln können, die sich dann vielleicht auch mal längerfristig uns binden oder die über uns halt den nächsten Karriereschritt gehen. Und da haben wir auch versucht, jetzt im Winter die Lücken zu schließen und neu zu verpflichten. Und bei einigen wird es noch spannend, wie sich das entwickelt, aber bei anderen, denke ich, haben wir einen ganz guten Wurf gemacht. Und langfristig ist es ja auch der Plan, eben gerade aufgrund jetzt auf der vielen Nachwuchs, den Nachwuchs noch ein bisschen weiter voranzubringen. Gibt es da schon ein paar Ideen? Ja, also es soll ja nicht ewig so bleiben, dass wir als Oberligisten eine riesen Distanz haben zu unserem Nachwuchs, die alle ja natürlich auf den untersten Ebenen spielen, sondern dass wir langfristig den kompletten Nachwuchs fördern und fordern, ein bisschen nach oben zu kommen. Dabei natürlich im Breitensport nicht aus dem Auge verlieren, das wollen wir auch immer behalten, aber trotzdem ein paar Spieler haben, die den Weg auch mal in unsere erste Mannschaft schaffen. Und da werden wir jetzt im Laufe der Rückrunde sicherlich auch unser Nachwuchskonzept vorstellen. Ich meine, wir werden keine Nachwuchsakademie haben, aber wir arbeiten an einem Förderprogramm, was vielleicht mit einer Art Stipendium verbunden sein wird, dann auch junge Nachwuchsspieler zu gewinnen, die ja vielleicht auch schon in unserer Jugend ihre Chance sehen, sich mal im semiprofessionellen Fußball oder dann über uns im professionellen Fußball zu etablieren. Mhm. Also das sind ja gute Voraussichten. Apropos Voraussichten, wie siehst du denn so die Rückrunde? Was ist denn so ja das, was du erwartest von der Mannschaft? Circa 15 Spiele. okay, gut. Ja. Ja, wir haben ja gesehen, dass mit Tabellenplatz 6 wir jetzt so vermutlich nicht mehr absteigen. Fünfter sind wir übrigens. Fünfter. Ja. Dass wir vermutlich nicht mehr absteigen. Wir werden aber sicherlich den Weg nach oben auch schwer haben. Das heißt, für uns besteht diese Saison primär darin, sich auf die nächste vorzubereiten mit den Spielern, die wir jetzt hinzugewonnen haben und nicht nur für ein halbes Jahr, sondern auch für längerfristig uns so zu positionieren, dass wir mit viel Schwung, Energie in die nächste Saison gehen können und diese bestmöglich abschließen, nämlich ja für alles gewinnen und dann ist natürlich alles drin. Ja, aber wir treten ja an, um zu gewinnen, das ist ja Ziel der Übung. Aber ich denke, dass Aufstieg jetzt nicht unbedingt unser primärer Fokus diese Saison sein wird. Das hat Heiner ähnlich formuliert. Für ihn ist es wichtig, erstmal auch zu gewinnen und eben auch gute Leistungen zu zeigen und eben auch das Konzept von denen entsprechend vorbringen. Wie siehst du generell jetzt die Aussichten bis zum Ende des Jahres? Ich muss es nochmal ansprechen. Ich weiß, es geht ja auf dem Senkel, wenn Stadion, ich das immer sage. Stadion. Ja, Stadion. Aber ich werde auch mal wieder angesprochen. Mensch, wann seid ihr mit eurem Stadion fertig? Dann wird es gemacht. Also welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Ganz kurz noch. Wir haben die Stadionplanung vollständig fertig. Wir haben den Finanzierungsplan vom Stadion vollständig fertig. An was es jetzt letztendlich unterm Strich hängt, sind Genehmigungsverfahren. Die lassen sich nicht beeinflussen, die lassen sich nicht beschleunigen. Da hängt es halt an den Regularien, die erfüllt werden müssen. Dadurch, dass der Postbahnhof ja jetzt auch schon lange nicht mehr in Betrieb war, gibt es da auch die eine oder andere Spezialität, die es zu beachten gilt. Aber das ist eher ein Thema des eigentlichen Bauträgers. Nur Plan ist, dass wir das Stadion bauen. Da steht fest, die Frage, die so immer wieder im Raum steht, ist das Fertigstellungsdatum. Ja. Und da lasse ich mich auch von dir heute nicht festnageln heute. Okay. Ich frage dann auch nicht mehr. Also auf jeden ja, Fall. Genau, für heute nicht. Ja, für heute will ich fragen. Genau, da sind wir eigentlich auch schon am Ende. Chris, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast viel zu tun, nicht nur im Sport, sondern eben auch mit deiner Firma, und das ist super, wie ich persönlich finde, und auch von mir mal persönlichen Dank, wie du das unterstützt, du persönlich auch, und auch oftmals auch Mitarbeiter damit einbindest. Also vielen herzlichen Dank und auch Dank an euch, dass ihr zugehört habt, dass ihr zugeschaut habt, und bleibt uns treu, guckt immer wieder mal rein und vor allen Dingen kommt am 19. Februar zum Spiel nach Machern. Wann spielen wir da? 13 Uhr in Machern gegen Jena 2, und da wird euch mit Sicherheit ein Feuerwerk erwarten. In dem Sinne, alles klar. Dein Wort in Gottes Gehörgang, ja. Ciao, mach's gut. Ciao.